grüße euch. Nachdem ich nun schon über 16 Jahre mit Rohkost Erfahrung habe, nehme ich dieses Video zum Anlass, euch gemütlich mit vielen Einblicken in die Rohkostpraxis meine Erfahrungen über meine Blutwerte zu zeigen. Ich bin sicher, es sind einige Anregungen für dich dabei. Wie auch sonst zeige ich die kleinen Pyramiden aus meinem großen Rohkostbuch, indem ich zeige, in welchem Feld der Pyramide, das heißt in welcher Häufigkeit, diese Pflanzenordnung oder Familie am Speiseplan stehen könnte. Diese Häufigkeiten sind Erfahrungen aus meiner langjährigen Praxis und ich zeige in diesem Video auch viele Beispiele dazu. Hier seht ihr mich dabei, wie ich am Abend davor Nackthafer einweiche. Dazu gebe ich auch ganz gerne ein paar Trockenfrüchte passend, denn der Hafer gehört ja zu den süßgrasartigen Erdmandeln zum Beispiel. Geschält weichen sie etwas schneller auf. Wie ich den Hafer leicht anfermentiere, zeige ich auch in einem anderen Video. Das werde ich separat verlinken. Warum zeige ich nun den Hafer als erstes? Grund dafür ist die Beobachtung meiner Leberwerte. Schon vor vielen Jahren, bevor ich das große Rohkostbuch schrieb, machte ich die Erfahrung, dass zu viele Früchte zu ganz extrem schlechten Leberwerten führten. Leider habe ich damals keine Blutwerte separat aufgehoben, aber ich habe dies zum Anlass genommen, diese Blutwerte immer im Visier zu behalten. So habe ich letztes Jahr offensichtlich einen zu hohen Fruchtzuckeranteil gehabt. Ja, auch ich muss darauf immer wieder aufpassen, denn der Fruchtzucker ist nicht nur in den Früchten, sondern auch in den Gemüsen drinnen. Wenn wir als Rohköstler die Kochkost verteufeln, ist das nicht so ganz gerechtfertigt, denn der Grund, warum der Weizen so erfolgreich war und der Mensch damit so erfolgreich war, ist, weil die Süßgrasartigen auch wunderbar mit den kalten Klimaten auskommen. Die Menschen hatten die Süßgrasartigen und allem voraus alles, was eben mit dem Weizen zusammenhängt, in der Eiszeit entdeckt und konnten damit sehr gut überleben. Ja, sie konnten damit sogar eine sehr starke Vermehrung der Menschheit bewirken. Das liegt eben daran, dass in den Süßgrasartigen, hier besonders eben auch im Hafer, ein sehr hoher Anteil an Stärke enthalten ist. Stärke sind Traubenzuckerketten und diese werden mit der Zeit im Körper aufgeschlossen. Damit können wir uns für die Leber noch viel besser als wir mit zu vielen Früchten mit Kohlenhydraten versorgen, die nicht unsere Leber zu stark angreifen. Warum nehme ich den Nackthafer? Weil ich den wunderbar einweichen kann über Nacht und das bis zu über 3 Nächte. Dabei siedeln sich Milchsäurebakterien an und der Hafer sollte es auch etwas wärmer haben, damit diese Milchsäurebakterien sich dort wohlfühlen. Sollte der Hafer zu sauer werden, einfach mit einem Sieb abspülen. Er wird dann immer fluffiger. Fürs Frühstück verwende ich auch sehr gerne Proteine. Manche vertragen sehr gut Reisprotein, es gibt aber auch Erbsen- und Hanfprotein, das sehr beliebt ist. Um es gut anzurühren, zuerst mit kleiner Menge Wasser anrühren und dann mit mehr. Da ich immer schon Milchallergikerin war, habe ich das immer schon mit Wasser praktiziert. Eine Alternative ist, mit Kokos oder auch mit Chiasamen eine Art Pudding herzustellen. Dazu noch später mehr. Normalerweise esse ich sehr einfach. Zum Beispiel ein paar Safo-Früchte, die sind sehr fett. Ich hatte einmal gedacht, Feldsalat, den kann ich immer essen. Mit dem Resultat, dass ich ihn im nächsten Winter nicht mehr essen konnte. Als Süßigkeit esse ich ganz gerne Barettdatteln oder noch lieber Feigen. Diese hier sind ausgezuckert und sie sind nur halb getrocknet. Natürlich habe ich auch kleine Glücksbringer für Neujahr gemacht. Zubereitungen zeigen. Ich habe hier die Kakaobutter mit Maca-Pulver angereichert. Es kann auch mit Lukuma-Pulver sein. Das ist allemal besser als die Kombination mit Zucker. Was auch immer ihr macht, ich würde Schokolade, die ja sehr fetthaltig ist durch die Kakaobutter, nicht unbedingt mit zuckerhaltigen kombinieren. Die Kombination von Fett und Zucker ist immer eher nachteilig. Wenn ich einmal etwas höhere
Fettwerte habe, dann liegt das daran, dass ich etwas zu viel Schokolade gegessen habe. Ja, auch wenn sie roh ist, auch wenn sie hochprozentig ist, auch dann ist das nicht so besonders gut. Aber beobachtet das ruhig selbst. Ab und zu ist es ganz gut, vielleicht auch als kleines Doping, aber besser in kleinen Mengen. Wenn ihr welche zum Verschenken machen möchtet, zum Beispiel für jemanden, der oder die Diabetes hat, dann sind diese Kniffe natürlich auch sehr praktisch. Wenn die Pralinenformen sehr schön werden sollen, empfiehlt sich zuerst eher den fetten Teil hineinzugeben und dann erst innen den amorpheren Teil oder den nicht so flüssigen Teil zu ergänzen. Hier esse ich die Selleriestangen. Auf diese Weise ziehe ich die Fäden ab. Damit sind sie sehr angenehm abzubeißen und so habe ich Selleriestangen auch meinen Sohn gegeben, als er klein war. Natürlich können Selleriestangen auch ausgepresst werden. Aber ich esse am liebsten einfach so und pur. Das ist mein Lieblingsgemüse im Winter, der Winterportulak. Er gehört zu den Nelkenartigen. Hier noch eine kleine Süßigkeit, eine Banane mit Schokolade drumherum. Die Schokolade sollte hier wirklich so dünn wie möglich sein. Nun ein Salat mit Portulak. Manchmal mische ich ihn ganz gerne mit fermentiertem Gemüse. So nehme ich ihn auch ganz gern mit in die Firma. Das ist am unauffälligsten. Hier bereite ich einen während der Weihnachtsfeiertage zu. Am liebsten mit einem frischen Anteil, zum Beispiel eben hier der Winterportulak, der eben zu den Nelkenartigen gehört, genauso wie Spinat. Und wenn ihr rausgeht, dann findet ihr auch etwas Vogelmiere. Vogelmiere ist im Moment sehr gut zu finden. Das ist dünn geschnittene Melanzani mit einem Gemüsehobel. Er wird hier in einer süßen Flüssigkeit mariniert, kann so für einen Strudel verwendet werden. Ein Apfelstrudelrezept habe ich schon einmal gezeigt, damals mit Zucchini, das werde ich euch auch verlinken. Nun zeige ich euch den zuerst gezeigten Pudding. Der ist mit Chia, der auch zu den Lippenblütenartigen gehört, so wie der Gundermann oder auch die Minze. Minze, die kaue ich sehr gerne gemeinsam mit Weihrauch. Weihrauch habe ich auch immer in meiner Lade und ich kaufe sie von Menschen, die auch selbst Weihrauchharz essen, am Naschmarkt zum Beispiel. Ich verwende generell frische Kokosnüsse oder Kokosnussfleisch, das ich zwischendurch eingefroren habe. Da ich nicht immer das ganze Fleisch einer Kokosnuss esse, friere ich es eben manchmal auch ein. Hier möchte ich noch erwähnen, sehr viele schwören auf die Paranuss betreffend des Selengehaltes. Die Kokosnuss aber, die hat noch viel mehr. Wichtig dabei ist aber wirklich Kokosnüsse zu essen und nicht einfach nur das Fett davon. Auch Steinpilze haben einen sehr hohen Selengehalt. Die Ernährungswissenschaftlerin, mit der ich Kontakt hatte, die sagte mir mal, nicht zu viel von den Kokosnüssen essen, denn diese haben extrem viel Selen. Nun hatte ich 2008 nicht sehr tolle Schilddrüsenwerte. Und diese Schilddrüsenwerte hatten einen TSH-Wert, der sich 2009 noch erhöhte. Das ist nicht ganz optimal. Als ich meine Ernährung später mehr auf diese Thematik ausrichtete, verbesserte sich der TSH-Wert immer mehr. Im untersten Bereich sind die Werte von August 2018 zu sehen. Sie sind sogar besser als die präventivmedizinische Obergrenze von 2,5. Auch Jod ist hier natürlich ein Thema. Hier habe ich drei Messwerte herauskopiert. Im obersten sieht man Jod aus dem Blut. Es ist aber besser, den Jodstatus im Urin messen zu lassen. Hier habe ich einen sehr guten Jodstatus. Das liegt an mehreren Faktoren. Dazu werde ich noch kommen. Auch das Selen messen lassen. Das Selen hat auch eine Auswirkung auf die Schilddrüse. Selen war gut und ist gut und ich habe hier noch separat hervorgehoben bei der Auswertung bei der Auswertung des Befundes ist ein Standardtext darin,
der darauf hinweist, dass die Selenaufnahme in Mitteleuropa im weltweiten Vergleich niedrig ist und dass die Referenzwerte deswegen ziemlich niedrig sind. Deswegen ist es besser, höhere Werte anzusiedeln. Auch hier habe ich einen sehr guten Wert. Etwas, das immer wieder vergessen wird, ist, wenn ich hauptsächlich Kreuzblütler esse, so wie es oft beim Kochen passiert, und dies auf die Rohkost übernehme, dann ist das Thema, dass die Glucosinolate um die Aufnahme mit Jod konkurrieren. Durch das Kochen wird das verbessert. Werden diese aber roh gegessen, ist die Thematik schon größer. Das heißt, es ist besser abzuwechseln und sich nicht nur auf zum Beispiel Grünkohl festzulegen. Auch Leinsamen, Süßkartoffeln oder Hirse enthalten cyanogene Glykoside, die zu Thiocyanaten abgebaut werden können. Ergänzend möchte ich noch erwähnen, dass Zigarettenrauchen den Spiegel zirkulierender Thiocyanate erhöht und Soja- und Hirseprodukte generell Flavonoide enthalten, die die Aktivität der Schilddrüsenperoxidase TPO hemmt. All diese interferierenden Substanzen sind dann relevant, wenn es schon einen begleitenden Jodmangel gibt. Das heißt, grundsätzlich sollte man das nicht herausfordern und nicht nur auf ein Pferd setzen. Es macht daher Sinn, die Pflanzenfamilien sich anzusehen. Es sind nur eine Handvoll bis 20 Pflanzenordnungen. Beachtet diese und die Abwechslung wird gut tun. Nun der Chia-Kokos-Pudding, den ich zuerst zeigte, mit Granatapfelkernen und ein paar Orangenstücken. Dieser Pudding kann aber auch als Strudel verarbeitet werden. Da hatte ich diese Art Pudding zuerst eingefroren, dann in die zuerst gezeigten Melanzani-Scheiben geschlagen und im Trockner so lange getrocknet, bis diese aufgetaut waren und mit weihnachtlichen Gewürzen und einer Mango garniert. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auf eine, ja, ich würde fast sagen, Kuriosität hinweisen. In meinem Rohkost-Roman, Roh der Roman, erwähne ich den Kokosnussmann. Ich zitiere kurz. Habt ihr schon einmal vom Kokosnussmann gehört? Fragte Clemens. Es war eine rhetorische Frage. Er sprach gleich weiter. Der war in den Tropen ausgewandert und hatte eine eigene Religion gründen wollen. Dabei proklamierte er, dass alle nur Kokosnüsse essen sollten. So begeistert war er. Nicht wahr, sagte Veronika. Doch, leider starb er sehr früh an Mangelkrankheiten. Schräg, oder? Auch diese kleine Anmerkung beruht auf einer wahren Begebenheit. August Engelhardt, geboren im November 1875, war wohl der erste Rohköstler, der auf der neuen, naturverbundenen Lebensführung fußte. Er war so begeistert von der Kokosnuss, dass er deswegen auswanderte. Wenn ihr August Engelhardt im Internet sucht, werdet ihr inzwischen nicht nur einen Wikipedia-Eintrag finden, sondern auch ein paar YouTube-Videos, die euch vielleicht amüsieren und auch nachdenklich machen können. Und es gibt inzwischen auch über sein Leben einen separaten Roman. Nun weiter, in meinem Salat kommen neben dem fermentierten Gemüse, das auch gut für die Darmflora ist, und den Nelkenartigen, eben den Portulak, auch Okra, die Malvenartigen. Malvenartige finden wir auch im Garten. Nicht so üppig wie im Sommer, aber ich finde, es ist doch ganz schön auch vorhanden. Von den Doldenblütenartigen passt noch gut Petersilie dazu. Und wer sie im Winter findet, kann natürlich auch Giersch hineingeben. Bei mir ist er sehr klein. Etwas edler schmeckt natürlich auch die Dille. Ich füge keine Öle in meine Salate hinzu. Ich bin aber auch nicht der große Avocado-Fan. Ich schätze Früchte wie Oliven oder die Safo. Hier habe ich eine angetrocknete Safo, die ich hineinschneide. An Fettquellen finden wir sonst im Garten noch den Borretsch von den Rau
Haargewächsen. Ja, und dann das Ganze schön durchmischen. Hier setze ich ein zu fermentierendes Gemüse, da habe ich auch Löwenzahn drinnen. Er ist natürlich in der Natur auch zu finden, zuletzt hatte ich ihn aber am Naschmarkt gekauft. Und auch Beifuß, der gehört auch zu den Korbblütlern, sowie der Löwenzahn und Schafgarbe. Auch sie gehört zu den Korbblütlern. Das Ganze vermische ich, gebe nachher etwas Salz dazu, lege große Blätter darauf und beschwere das Ganze danach mit einer Schüssel. Wie ich das Gemüse fermentiere, das zeige ich in einem separaten Video, das ich auch verlinken werde. Ich verwende keine Küchenmaschine, denn die zu reinigen ist meistens mehr Aufwand als so ein einfacher Hobel. Hier habe ich noch etwas nachgehobelt und mische das Ganze wieder durch. Im Garten wächst auch im Winter Kohlgemüse. Und das ist auch einer der Hauptgründe, warum Kohl so häufig als Wintergemüse gilt. Ein inländisches und saisonales Obst wären auch die Mispeln. Sie gehören zu den Rosenartigen, genauso wie die Äpfel. Äpfel halten bei mir bis Mitte, maximal Ende Jänner, denn ich verwende ja keine speziellen Lager. Und hier habe ich noch Karobschoten. Sie gehören zu den Schmetterlingsblütenartigen. Einen gepressten Saft fülle ich immer wieder nach. Und hier seht ihr, wie ich etwas abzapfe. Ich kann damit etwas separat fermentieren oder als Abend- oder Frühgetränk verdünnt trinken. Und das eine Glas, das riecht auch schon ziemlich sauer. Ja, der riecht schon ziemlich säuerlich. Im anderen Glas ist er noch etwas alkoholisch. Zu den Rosenartigen gehören übrigens auch die Hagebutten. Die Rosenartigen sind auch sehr angepasst auf unser Klima und es wurden sehr viele Früchte von der Pflanzenordnung der Rosenartigen gezüchtet. Das liegt eben auch daran, weil sie hier gut überwintern können. Der Nachteil ist allerdings, dass sie normalerweise einen sehr geringen Tryptophangehalt aufweisen und meistens einen sehr hohen Fruchtzuckergehalt, manchmal sogar Sorbit, das eben ein mehrfach Fruchtzucker, also ein doppelter Fruchtzucker ist. Hier esse ich nun so einen Salat mit etwas fermentiertem Gemüse, ein guter Mix, wenn ich es nicht einfach gerade pur esse. Eine schöne Ergänzung sind auch Erbsen. Erbsen in Schoten eignen sich sehr gut als Ergänzung. Die Erbsen, die im Tiefkühler erhältlich sind, sind normalerweise blanchiert, weil sie sonst bitter werden würden über die Dauer. Das liegt eben auch daran, weil die Enzyme und die Eiweiße ja drinnen sind. Eine rote Paprika, sie gehört zu den Nachtschattenartigen, kann für festliche Anlässe serviert werden. Das sind fermentierte Strudeltaschen, dazu komme ich noch später. Wer dies servieren möchte, würde ich auf jeden Fall empfehlen, zuerst zu experimentieren, damit es nicht zu sauer wird und damit der Geschmack auch so wird, wie ihr euch das vorstellt. Für die Hülle dieser Taschen habe ich die Melanzani-Streifen, die ich zuerst gehobelt habe, in das fermentierte Gemüse hineingelegt, damit auch sie etwas durchzogen werden und ein bisschen anfermentiert werden. Fermentiertes Gemüse lasse ich üblicherweise nur ein paar Tage ziehen. Das reicht mir vollkommen. Mir sind sonst zu viele biogene Amine oder Histamine enthalten. Wenn es aber nur kurz fermentiert ist und das funktioniert ja wunderbar, dann vertrage ich das gut und besser, als wenn ich es nicht machen würde. Kleine Fliegenpilze aus Radieschen, ein kleines Gemüsemesser und vielleicht etwas zum Schnitzen ist hier sehr praktisch. Inzwischen habe ich die kleinen fermentierten Gemüsetaschen fertig getrocknet. Wer möchte, kann sie mehr oder sie können mehr oder weniger getrocknet werden, je nachdem wie es eben schmeckt. Als lustige Beilage und Fettquelle habe ich in diesem Fall aus der Avocado
kleine Fische gestochen. Auch sie sind kleine Glücksbringer, die zu Silvester sehr gut passen. Reste können natürlich auch für Salate verwendet werden. Und so sehen nun die Radieschen-Glückspilze, den fluffigen, fermentierten Gemüsetaschen fertig aus. Natürlich gibt es bei uns auch Süßes. Ich backe für die Familie auch Kekse, stelle aber immer auch Alternativen bereit. Zum Beispiel getrockneter Tumbinampur oder Jakon. Darüber habe ich auch ein separates Video schon gemacht, das ich verlinken werde. Auch die Safo kann einfach so zum Knabbern hingelegt werden. Sie trocknet im Winter ohnehin weiter. Dies ist eine geschälte Erdmandel. Sie hat den Vorteil, dass sie nicht eingeweicht werden muss. Mandarinen natürlich von den Seifenbaumartigen und Walnüsse von den Buchenartigen, wer kennt sie nicht, und die Macadamia von den Silberbaumarten. Ein Hebelnussknacker eignet sich besonders gut für harte Nüsse. Macadamia-Nüsse trocknen aber sehr schnell aus. Ich habe mir deshalb vor einigen Jahren einen Humidor gekauft, denn die Schale der Macadamia verhält sich etwa so wie der Korken bei einem guten Wein. Ist die Schale ausgetrocknet, wird auch die Nuss früher kaputt. Da bin ich dabei, einen Pilikern zu schälen. Wer ihn einmal probiert, wird merken, er schmilzt fast auf der Zunge. Nun zum unterstützenden Kalender, enthält für jede Woche typische Wildpflanzen, die ihr in der Natur finden könnt. Ihr seht darin zum Beispiel die nächsten Wochen die Hagebutte oder die Vogelmiere und später auch die Lindenbaumblätter. Den Link zu diesem Kalender findet ihr unten in der Infobox. In dem Tischkalender sind auch die Pyramiden dargestellt. Sie erinnern auch daran, sich möglichst vielfältig zu ernähren. Und das gilt natürlich nicht nur für die Rohkost. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen hoch und natürlich auch über das Abonnieren und Weiterempfehlen. Bis zum nächsten Mal. Servus!